Der Freistaat Sachsen fördert den Umbau des früheren Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zum Naturkundemuseum mit rund 74 Millionen Euro. Das entspricht einer Förderquote von 95% der förderfähigen Kosten. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Absichtserklärung für diese Förderung am Dienstag, dem 11. Juni, persönlich übergeben. Man kann da wirklich nur beispielhaft Dinge präsentieren oder Dinge zum Besten geben. Es ist tatsächlich die gesamte Bandbreite der Naturwissenschaften, der Naturkunde, die für Leipzig relevant ist. Und das ist etwas auch Besonderes hier in dem Haus. Wir werden also ausnahmslos Themen, Leipziger Themen präsentieren. Weil wir müssen da nicht irgendwo weltweit großartige räubern. Wir haben einfach große Projekte, große Expeditionen, große Meister auch der Naturwissenschaften hier in der Stadt gehabt und haben sie nach wie vor. Also es ist nicht nur ein aktueller Zustand, sondern war auch schon in anderen Zeiten so, und dem geben wir endlich eine entsprechende Bühne. Es gibt einige Stichworte, die immer wieder fallen. Die moderne Präparationsleistung wurde in Leipzig mehr oder minder begründet unter Hermann Heinrich Termeer. Wir haben die erste deutsche Tiefsee-Expedition der Valdivia, die von Leipzig aus die Welt erkundete letzten Endes. Und da gibt es zig weitere Beispiele, und die werden hier endlich eine adäquate Bühne finden. Mit der Fördermittelzusage ist der Bau des Naturkundemuseums gesichert. Der Bauantrag wurde entsprechend eingereicht. Anfang Juli diesen Jahres soll bereits mit der Schadstoffentsorgung aus dem Bowlingtreff begonnen werden. Zum Jahresbeginn 2025 folgen die Medienumverlegung und die archäologischen Untersuchungen, bevor dann im weiteren Jahresverlauf die eigentliche Baumaßnahme beginnt. Die Baukosten für das neue Naturkundemuseum betragen nach aktuellem Stand insgesamt 83,4 Millionen Euro. Davon wären rund 78 Millionen Euro förderfähig. 74 Millionen Euro, also 95% dieser Summe, werden durch den Freistaat Sachsen gefördert. Die verbleibenden 5% sowie die nicht förderfähigen Kosten übernimmt die Stadt Leipzig als Eigenanteil in Höhe von ca. 9,3 Millionen Euro. Danke. Haben Sie eher mit lebendigen Menschen zu tun. Thank you.